Ulf Leo Sommer und ich mache Musik im weitesten Sinne des Wortes. Und das seit 33 Jahren mit Peter zusammen. Ich bin der Peter und ich bin 1967 geboren und durfte schon viel erleben und freue mich, jetzt hier sitzen zu können und habe davor, bevor Ulf und ich jetzt eigentlich anfingen, ein Musical zu machen, also mit Bibi und Tina und Kudamm 56 und jetzt Romeo und Julia, war ich unterwegs mit Rosenstolz. Ich war in der NVA und habe meinen ersten Westbesuch gemacht, und zwar nach Braunschweig, und habe eine Freundin besucht und habe da Peter getroffen, und zwar vor genau 33 Jahren. Am 2. Februar haben wir 33-Jähriges, dass wir uns kennen. Und habe mich unsterblich in Peter verliebt. Er war damals irgendwie in einer Beziehung, die habe ich auseinandergebracht. Du sagst jetzt, er war damals noch hübsch. Nein, also jedes Alter hat auch seine Schönheit. Nein, aber das war halt, und dann sind wir zusammen nach Berlin gegangen und wollten halt unsere Träume irgendwie uns erfüllen. Ich wollte Schauspieler werden und Peter wollte Musik machen, und eine Sache hat funktioniert und die andere nicht so. 1980 lief der, oder 1979, nicht 1980, lief der ABBA-Film im Westfernsehen, und das habe ich gesehen, und danach war ich infiziert und bin durchgedreht. Ich treffe dann halt 1990 am 2. Februar jemanden, der genauso durchgedreht ist, also erstens mal auch so eine ABBA-Leidenschaft hat, weil man darf nicht vergessen, 1990 war ABBA das Letzte, na, das war total, also das war, darüber hat kein Mensch mehr geredet. Und dann treffe ich jemanden und ich weiß auch immer noch den Satz, willst du meine, nicht meine Briefmarkensammlung sehen, sondern willst du mal zu mir und meine ABBA-Sammlung sehen. Ulf war eher so Fraktion Agnetha und Frieda, und ich war eigentlich mehr Benny und Björn. Ja, das ist Popmusik, und natürlich ändert sich die Musik. Also das ist so, wir haben, früher haben wir halt Musik gemacht für unsere Generation. Also unsere Generation wächst halt mit uns mit. Also ich würde sagen, dass jetzt, also ich bin mal ganz ehrlich. Das ist, so lustig, das ist, also, das ist auch schön, dass nein, du gesagt ja, hast. Ja, ja, nein, aber es ist so, also ich glaube, wir sind gut in Kindermusik. Also das ist so, also Bibi und Tina, wir haben ja für Detlef Buck oder mit Detlef Buck diese Filme entwickelt. Also wir haben nicht die Filme entwickelt, wir haben die Musik dafür entwickelt. Und das machen wir auch. Wir machen ja auch noch Shows für Kinder, das sind die Bibi und Tina Shows. Und da sehen wir dann halt, da sehe ich 8-jährige Mädels durchdrehen und mittanzen. Ich glaube jetzt so die Teenies, so zwischen 12 und ja, 19, die erreichen wir jetzt nicht mehr ganz so mit unserer Mucke. Wichtig ist ja nur, dass wenn man was schreibt, dass man nicht irgendjemand hinterher rennt und sagt, ich muss jetzt so klingen wie für die 17-Jährigen oder irgendwie sowas. Weil ja, das, dass man den Trend irgendwie hinterher rennt. Aber ja. Ich bin viel zu narzisstisch gestört, als dass ich irgendwie daran denke, was könnte meinem Publikum gefallen. Das habe ich noch nie, das kann ich nämlich auch gar nicht. Und ich glaube, ich kann immer nur irgendwas, ich kann immer nur eine Aufgabe verstehen. Und unsere Aufgabe zum Beispiel bei Bibi und Tina war es ja eigentlich, Musik zu machen, die Kinder gut finden. Und das haben wir dann auch dadurch gelöst, dass man an sich selbst gedacht hatte und gedacht hat, wieso fand ich eigentlich früher diese Kinderlieder so doof? Also nicht alle, aber viele. Also ich habe mich dann als Kind immer nicht ernst genommen gefühlt und gesagt, ich verstehe das schon, wenn man mir, ich bin 6 Jahre alt und man schreibt mir ein Lied, wie ich einen Schuh anzuziehen habe. Das fand ich langweilig, und ich glaube, man muss da in die Empathie gehen und sagen, was könnte man selbst oder ein Kind aufregend finden, und vielleicht kann man dann niederschwellig irgendwie noch was reinschleusen, wie man diesen Schuh halt richtig anzieht, aber nicht so vordergründig. Und ja, da musst du doch eigentlich nur dran, also bei, das war ja wirklich, da war der Schlüssel, dass man in seine eigene Kindheit geht und genau dann überlegt, was hat mich als Kind wirklich angemacht bei Musik. Das war die Musik, was die Erwachsenen gehört haben. Nachdem die aktive Zeit mit Rosenstolz vorbei war, war eigentlich so für uns das Aufregendste zu definieren, was wollen wir jetzt eigentlich machen. Und ich glaube, wie die meisten, die auch mal
vor dieser Frage stehen, wechsle ich jetzt sozusagen meinen Beruf? Da musst du ja gar nicht für Künstler sein, sondern einfach so, das ist ja schon so ein Sprung ins kalte Wasser, weil man eigentlich dachte, man denkt, ja, das, vielleicht hatte ich auch immer nur Glück mit Rosenstolz. Vielleicht war das einfach nur so ein Glücksding und vielleicht kann ich ja gar nicht so richtig Lieder schreiben oder so. Und also musste man das für sich nochmal ganz neu rausbekommen, wie geht das denn eigentlich? Und da war es natürlich dann ein Glück, Songs zu schreiben mit Sarah Connor oder auch mit Max Rabe und Annette Lusianne, wo du dann eigentlich ähnlich wie das Thema vorhin eigentlich dann rausfindest, oder Ulf und ich haben für uns über die Jahre rausgefunden, wir sind eigentlich die, für die wir wollen immer gerne zuständig sein für die schwierigen Fälle. Also wir haben jetzt gar nicht so diesen Auftrag, wir machen jetzt Warum liebt er mich nicht oder so, diesen Song, sondern eigentlich so ein Lied wie Vincent oder Wie schön du bist oder mit Max Rabe halt Der perfekte Moment. Das waren halt immer eigentlich so die Songs, die so ein bisschen anders sind für den Künstler oder die Künstlerin, als die anderen vielleicht von ihnen erwarten. Wir haben jetzt den Luxus, dass wir ja eh irgendwie mit Leuten arbeiten dürfen, die wir auch mögen und wo wir die Karrieren mögen oder auch die Message von dem Künstler mögen. Trotzdem hat es irgendwie immer ein bisschen Wehmut bei mir gehabt jedenfalls. Man hat dann die Platte gemacht mit Sarah, also Muttersprache, und dann ist Sarah damit weitergezogen, und es war dann irgendwie, wir blieben dann halt zu Hause, und die Platte ist halt auf Reisen gegangen ohne uns und wurde dann weiterentwickelt auf der Bühne, weil das richtige Leben passiert ja live. Also es ist ja gar nicht die Platte, das ist ja wie so ein Film, der ist steril, aber was wir bei Rosenstolz so geliebt haben, war eigentlich immer das Live-Ding, dass eine Platte dann wirklich zum Leben vor Leuten passiert, und das hat uns, glaube ich, so die letzten Jahre echt so ein bisschen gefehlt. Ne? Und mit Bibi und Tina fing es dann an, dass wir gesagt haben, was wäre denn, wenn diese schönen Lieder irgendwie auch live von den Kids gefeiert werden, und da kam das dann wieder so, dass wir gemerkt haben, das Allerbeste ist, wenn man eine Show kreiert. Wir schreiben nur noch ganz wenig für andere. Ja. Nur noch, wenn uns das wirklich richtig reizt. Die Zeit mit mir. Das ist das Genre egal. Also ja. Das kann eine Sarah sein, das kann Max sein, es kann aber auch ein Schlager sein, wenn der Künstler irgendwie was hat, wo man sagt, ja, finden wir aufregend, dann machen wir das auch. Aber am schönsten ist eigentlich, Musicals jetzt zu machen. Ich glaube, wir beide sind so ein bisschen Control-Freaks. Also jeder auf seine Art. Bisschen? Ein bisschen sehr. Also das meinte ich halt eben, dieses Schmerzvolle, wenn man dann halt ein Lied aus den Händen gibt und dann hat es ein Eigenleben und man hat überhaupt keine Kontrolle mehr, was damit passiert. Das tut mir persönlich ganz toll weh. Und jetzt ist es so, dass wir halt wieder, wir schreiben die Lieder, also das letzte halbe Jahr war wunderschön, die Platte zu machen. Also es ist ja, mit Julia hat eine längere Entstehungsgeschichte und wir haben trotzdem 23 ganz neue Lieder letztes Jahr am Stück geschrieben. Und das war wunderbar, und jetzt ist auch gut, jetzt muss es raus. Und jetzt dürfen wir halt Hand in Hand und die Lieder auch in den Händen irgendwie das weiter irgendwie entwickeln und bis ins Licht. Also dass man sagen kann, nee, hier stimmt das Licht nicht für das Lied. Das ist eigentlich so jetzt so ein bisschen so, als wenn das so nach 33 Jahren alles zusammenkommt. Also was wir jemals gemacht haben, dürfen wir jetzt doch wieder machen. Ganz anders. Hätte ich auch nie gedacht, dass es nochmal so passiert, dass wir nochmal so Live-Shows, also auch dieses Gefühl, ich finde das Genialste ist, ich kann dann zwar nicht schlafen und bin total krank, aber die letzten Tage vor der Premiere, wenn man zwischen dem Wahnsinn ist, es wird ganz schlimm oder es wird ganz toll. Es gibt nichts dazwischen. Ich denke mal, es wird ein Desaster oder oh Gott, es wird so schön. Wir waren befreundet mit einer Sängerin, die heißt, oder wir sind auch noch befreundet, mit Maxine Cazis. Und die hat ein Engagement in Kiel bekommen und rief uns an und meinte, oh, ich darf hier die Julia spielen, habt ihr vielleicht Lust, 2, 3 Lieder dafür zu schreiben, soll ich euch mal bekannt machen? Und dann wurden aus 2, 3 Liedern, haben wir dann eigentlich ganz viele Lieder geschrieben und hatten aber mit der Inszenierung von Kiel gar nichts zu tun. Also das heißt, das war eigentlich für ein, ich glaube, das hieß Sommertheater oder so, und da haben wir dann Lieder machen dürfen dafür. Und das war für uns wie eine Offenbarung. Wir hatten ja gar keine Ahnung davon. Also wir durften da anfangen,
das zu lernen, sozusagen. Und dann hat uns aber Rom und Julia das Thema selber nie losgelassen. Aber von der Inszenierung von damals ist tatsächlich auch ein Lied geblieben. Und zwar, das heißt, Dann fall ich. Und das hat es sozusagen von 2014 bis ins Jetzt geschafft. Sonst ist alles neu, weil wir dann 2017 auch nochmal, das nennt man Workshop-Musical, eine Präsentation eigentlich für einen inneren Kreis sozusagen. Da haben wir das auch nochmal geschrieben, ganz viele Lieder geschrieben. Und da entstand dann diese Idee, das Lied Liebe ist alles mitzunehmen sozusagen. Weil wir einfach immer nach einem Opener für die zweite Hälfte, für den zweiten Akt gesucht haben. Dann haben wir immer gesagt, ja, da müsste man so ein Lied haben, so wie Liebes alles. Und irgendwann haben wir gesagt, aber warum nehmen wir denn dann eigentlich nicht Liebes alles? Das ist halt auch interessant, weil jetzt die Legende ja schon sagt, man hätte ein Musical rund um Liebes alles geschrieben. Eigentlich war es fast das Gegenteil der Fall. Also Liebes alles kam eigentlich richtig spät dazu. Wir hatten immer irre viel Pausen dazwischen, aber haben uns eigentlich Jahre mit dem Stoff irgendwie immer wieder beschäftigt und den dann immer wieder weggelegt. Und dann hatten wir letztes Jahr auf einmal die Idee, warum schaffen wir es jetzt nicht, endlich mal Romeo und Julia auf die Bühne zu bringen? Und zwar in der Fassung, so wie wir es wirklich schön finden. Da gehört auch dazu, dass wir auch wieder auf die Schlegel-Übersetzung gegangen sind. Und zwar auf die Originale, weil wir haben dann nochmal irgendwie richtig nachgelesen und meinten, oh Gott, das ist eine schöne Sprache. Und das ist doch eigentlich, wenn das ganz konsequent, das Libretto heißt immer das Buch, das Gesprochene, die Dialoge auf der Bühne. Und wenn die halt richtig im alten Schlegeltext sind und unsere Texte, die Liedtexte, sind halt Ulf- und Peter-Sprache. Das heißt, also das versucht noch nicht mal irgendwie in die Shakespeare-Richtung zu gehen, weil das können wir nicht. Also ganz ehrlich, das wäre vermessen. Kudamm ist ja gestartet zur Hochzeit der Corona-Pandemie. Und dann, ich weiß, selbst in meinem eigenen Freundeskreis haben immer gesagt, ja, aber Theater ist Westens, da fahren doch nur die Touri-Busse hin und so. Mhm. Und ich muss mal sagen, wir haben jetzt 300.000 Zuschauer hier mit Kudamm 56 und über 250.000 davon sind Berliner und Berlinerinnen. Mhm. Es gab hier nicht die Busse, die hier vorfuhren, weil das war ja gar nicht möglich. Es kamen die Berliner und das macht mich so glücklich, das kann ich überhaupt gar nicht wiedergeben, weil diese These, die Berliner mögen kein Musical, die ist damit widerlegt, das stimmt nicht. Und natürlich gibt es auch Berliner und Berlinerinnen, die Lust haben, hier in dieses wunderschöne Theater zu gehen. Das ist also etwas ganz Tolles. Wir wohnen da drüben. Also wir wohnen 5 Minuten Fußweg. Genau, wir wohnen am Savini-Platz und ich war schon immer Fan vom Theater des Westens. Anna und ich, wir haben hier mal mit Rosenstolz 1998 ein Benefiz gespielt für die AIDS-Hilfe und dann damals der Intendant, der hieß Baumann, Helmut Baumann und dann hat er mich hier empfangen und ich habe so gefragt, ob wir dieses Benefiz hier spielen dürfen. Und er war so freundlich. Ich meine, das ist gar kein Problem. Montags könnt ihr könnt euch einfach in die Kulisse stellen von Gypsy und da drin rumspielen und so. Und dann hat er mich halt hier durchs ganze Haus geführt und die Backstage-Räume gezeigt und so. Und ich bin vor Ehrfurcht eingegangen, weil ich das so toll fand. Ja. Und seitdem habe ich die Liebe dazu hatten wir schon vorher, aber seitdem dachte ich, das ist eigentlich unsere Welt. Das ist so lustig, weil wir im selben Jahr, 98, war auch unser erster New York-Trip. Und da haben wir das erste Mal uns so richtig mit Musical auseinandergesetzt. Ich glaube, die Initialzündung war dann Rent, das Musical. Da haben wir uns beide richtig verliebt irgendwie in die Musik. Und seitdem, wir waren dann ganz, ganz oft und haben uns ganz viele Musicals am Broadway angeguckt und da ist es irgendwie Stück für Stück so gewachsen, aber es war ja nie richtig Zeit. Ne? Also es gab, Rosenstolz ging ja so richtig erst in den Nullerjahren ab und dann waren wir so im Dienst und es brauchte so Zeit. Und ich finde auch ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es jetzt erst passiert, weil man, also ich bin froh, dass ich die Reife habe. Es gibt bestimmt ganz junge Leute, die das können, sofort so ein Ding. Ich hätte es nicht gekonnt vor 20 Jahren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja auch
auch das ist Teamarbeit, es ist Teamwork. Auch das muss man erstmal üben, in einem Team zu arbeiten und sich zurückzunehmen, aber auch nicht zu sehr zurückzunehmen und miteinander gut umzugehen. Ich brauchte die Reife. Ich hätte das, glaube ich, vor 20 Jahren wäre ich wahnsinnig geworden. In den meisten aller Fälle ist es bei uns schon so, dass zuerst die Musik kommt, dann machen wir auf die Musik oder während wir die Musik, also die Musik ist, existiert ja in den meisten aller Fällen aus zwei Komponenten. Das eine sind Harmonien und das andere ist die Melodie. Wir versuchen die Harmonien und die Melodien zusammenzubringen und machen auf die Melodie einen englischen Quatschtext. Der kann auch wannabe französisch oder italienisch sein, was wir überhaupt nicht sprechen. Also das ist irgendeine Fantasiesprache. Und die wird aber richtig, die arbeiten wir ziemlich genau aus. Und darauf, auf diese englische Fantasiesprache sozusagen, machen wir dann den finalen deutschen Text. Mhm. Und das ist wirklich, also ich liebe es. Ich liebe es wirklich so sehr, aber es ist auch, eigentlich das ist das Anstrengendste. Weil du musst ja dann die Wörter wirklich aussehen, es muss ja passen da drauf, auf die Melodie. Man darf da nicht schluselig werden und die Melodie zerstören. Hm. Dann gibt es wiederum andere Künstler. Mit Annette Lysian war es oft so, dass wir zuerst den Text hatten und daraufhin dann die Musik gemacht haben. Das macht auch Spaß. Ist eigentlich viel leichter, aber mir gefällt es eigentlich besser, sich erstmal auf die Melodie zu konzentrieren. Ja, weil wir beide, glaube ich, Melodie-Junkies singen. Also ja. Das ist so, ich glaube, das ist das Pop-Gen, was wir beide aufgesogen haben und wahrscheinlich auch unsere ABBA-Ausbildung irgendwie aus den 70er und 80er. Nee, bei dir 70er, bei mir 80er. Ich dachte, das ist 60er. Ich finde irgendwie das Melodie-Ding, das ist immer so ein bisschen, da ist man, das ist eher wie Spielen. Das ist wirklich aus dem Instinkt und wo man loslässt und Kind ist. Also wir singen dann halt eben auf irgendwelchen Harmonien rum mit dem Mikro und battlen, wer hat die bessere Melodie auf den drei Akkorden, die sich immer wieder wiederholen. Und das ist, finde ich, irgendwie ist wirklich, wirklich wie Spielen. Und Texten ist dann oft auch Mathematik. Und viele, also wir, bevor wir anfangen zu texten, quatschen wir erstmal ganz, ganz lange über das Thema. Was doof ist, ist einfach zu sagen, dieses Klischee, die Leute stellen sich vor, der eine setzt sich in das Klavier, der andere steht davor und es geht los. Mhm. Das ist völlig falsch. Oder mit einem Glas Wein in der Hand, weil man ja nur so, nein, das ist so dieses Bohème, Quatsch. Also wir fangen 10 Uhr morgens an und das kann auch aus der Kalten heraus. Ja, ich habe dich unterbrochen, ich weiß. Mhm. nee, das Klischee ist totaler Quatsch. Also das ist, weil das geht meistens daneben. Und dann bin ich halt immer wieder der Spießer und rufe alle zur Ordnung und sage, nee, lass uns jetzt bitte reden. Einfach nicht einfach anfangen, sondern reden. Und das ist wirklich ganz kompliziert und dann streiten wir uns auch oft und so. Und weil man erstmal sagt, wohin soll es denn gehen? Also selbst, auch wenn es nur der Quatschtext ist, aber dass wir da reinkommen, da kommt jeder mit Ideen an und sagt, ah, mal das und so. Und wir haben wirklich jetzt gelernt, es ist wirklich sinnvoll, wirklich erst dann an, also dieses Rumklimpern, das geht einem total auf den Geist. Ich mag das nicht. Also gerade beim Musical ist es so, also bei Romeo und Julia konkret war es so, dass wir wirklich chronologisch gearbeitet haben, also fast chronologisch. Ein paar Mal sind wir gesprungen auch, dass wir wirklich irgendwie, okay, jetzt sind wir in der nächsten Szene, das ist das Lied. Es gab so ein paar Sachen, wo wir auch ein paar Anlaufe brauchten. Wir sind Verona, das war nicht so leicht. Also das ist, da haben wir wirklich, glaube ich, 3-4 Versuche gehabt und auch uns ganz schön gerieben und gestritten, um da den richtigen Ton zu haben, dass es nicht zu heavy ist, nicht zu dramatisch, aber auch nicht zu oberflächlich. Also es gibt, das ist so eine Sache, das kann man nur mit dem Gefühl, man hat auf einmal so, jetzt stimmt's, jetzt ist die richtige Stimmung für diese Situation. Das ist wirklich bei, wenn das dann noch dazwischen wird, ja, das wird ja dann irgendwie auf der Bühne auch unterbrochen, da wird gesprochen und dann wird wieder angefangen zu singen. Da muss man wirklich versuchen, die richtige Temperatur irgendwie zu erhaschen. Und da braucht man ein paar Anläufe. Und wenn man dann aber irgendwie auf einmal das Gefühl hat, oh, jetzt stimmt's, geht, kann es auch mal ganz schnell gehen. Also das ist dann mal, in 10 Minuten ist ein Lied fertig. Ich rede nicht vom Text, sondern von der Melodie.
Wir sind ja getrennt. Nein, doch schon seit Ewigkeiten, seit 20 Jahren. Nee. 14 Jahre. Ja, aber wir leben, also ich wohne mit meinem Mann links und Ulf wohnt genau gegenüber, rechts. Und wir sind aber auch Familie, wir sind beste Freunde, wir sind alles füreinander, aber wir trennen das total. Ja. Das habe ich bei unserer Trennung gelernt. Wir hatten bei uns zu Hause, das war natürlich auch total schön, aber wir hatten bei uns zu Hause, in derselben Wohnung wohne ich ja immer noch, oben, es ist so eine Maisonette-Wohnung und oben war halt so ein kleines Studio, Demo-Studio, und da haben wir immer die Songs geschrieben. Das ist ganz scheiße. Das ist total bescheuert. Weil man nicht mehr abschalten kann. Ja. Und jetzt machen wir das so, wir hören immer um 20 Uhr auf, egal was. Egal was, wir hören um 20 Uhr auf und ich spiele zu Hause eigentlich, ich habe da immer noch mein Rosenstolz-Klavier, was immer auf der Bühne war, das so ein Elektropiano, spiele ich nicht drauf. Das steht da, weil ich mache zu Hause keine Musik mehr, weil dann würde ich meine jetzige Beziehung zerstören, weil ich bin Workaholic. Ich sitze dann dahinter und dann kann ich nicht aufhören. Weil ich bin auch nicht der, ich bin ja nicht der Musiker, der sagt, ja, spiel mal Last Christmas oder so. Das kann ich gar nicht. Dazu bin ich viel zu schlecht. Ich kann einfach nur meine eigenen Sachen spielen, meine eigenen Harmonien und meine eigenen Sachen. Mhm. Und ja, das Einzige, wo ich gespielt habe, da war ich mal hier, als ich Corona hatte, da habe ich zu Hause mein Klavier angemacht und ja, das habe ich dann auch gleich wieder Songs geschrieben. Dann treffen wir uns meistens so 9:30 im Studio und fangen an. Und so sind auch wirklich dann, also wir arbeiten 10 Stunden, dafür Freitag nichts, nicht? Also es sind auch, wir mussten wirklich so ein bisschen, weil wir waren 20 Jahre ein Paar und haben es nicht geschafft, die Arbeit irgendwie aus unserer Wohnung zu verscheuchen. Also wir waren immer im Dienst und das heißt, du bist dann immer angespannt und diese Regel, das haben wir uns erarbeitet, hilft mir auch runterzukommen. Um 20 Uhr fällt der Löffel und dann, ich brauche trotzdem noch mindestens 2-3 Stunden, um runterzukommen. Also ich bin nicht sofort in einer anderen Welt und ganz schlimm ist immer, Regel, wenn ich dann irgendwie um 11 mir noch mal Songs anhöre, die wir gemacht haben, weil ich so denke, oh Gott, das war so schön, das Lied. Irgendwie, man ist ja immer erstmal so verliebt in seine eigenen Sachen, kurze Weile, bis man es dann blöd findet. Und wenn ich damit anfange, dann irgendwie auf Kopfhörer dann irgendwie durch die Wohnung zu tanzen um 11, kann ich auch die ganze Nacht nicht schlafen. Es gibt diesen schönen Spruch, vom Broadway kommt er, soweit ich weiß, dass ein Musical niemals fertig ist. Und das ist ja auch das Schöne, was das Live-Erlebnis halt einfach unterscheidet von der Konserve. Und bei Romeo und Julia war es eigentlich auch so, dass wir, das nennt man ja Casting, wenn man die Cast zusammenstellt, wer spielt unsere Julia, wer spielt den Romeo und so. Und uns war es wichtig, dass wir schon wissen, wer das sein wird, weil wir da dann auch beim Komponieren wirklich auf die Leute raufschreiben können, sozusagen. Also wie das wunderbare Wort der Muse, sozusagen, ja. Und wenn du weißt, so ist der Stimmenumfang und so, dann kannst du für diese Menschen schreiben und dann ist da schon gleich eine ganz andere Verbindung, als wenn du erstmal im stillen Kämmerlein alles für dich schreibst, ja, und das dann später verteilst. Das ist dann der Idealfall, wenn sowas passiert oder wenn sowas so 50-60% zumindest so ist. Das macht es schon, da sind wir fest von überzeugt, sehr speziell. Und dann bei Kudamm zum Beispiel, Kudamm 56, war es so, dass das Annette hat ja da das Libretto geschrieben, diese ganze Geschichte, die ist ja von Annette. Und wir saßen dann immer abends da. Und dann, ja, wir haben wochenlang nach der Premiere noch geändert und Wörter ausgetauscht und musikalisch, das haben wir sowieso gemacht, das machen wir immer noch. Und man muss auch immer, das hatten wir bei Rosenstolz auch und da schließt sich dann auch schon wieder so ein Kreis, wenn man gemerkt hat, man ist sich zu sicher, da musst du irgendwie mal wieder was ändern, damit alle wach werden. Aber das finde ich auch schön. Sonst könnte man ja auch einen Fernseher dahinstellen.